Willkommen, liebe Zuschauer. Der Euro bleibt im Aufwind. Er hat heute die Marke von 1,14 Dollar überschritten. Spannend wird es in den kommenden Tagen auch wieder, denn dann stehen in den USA jede Menge Konjunkturdaten auf dem Terminkalender. Zuletzt hatten sich ja die Anzeichen gemehrt, dass die Fed mit einer Zinsanhebung noch länger warten wird. Ja, und über den Euro spreche ich jetzt mit Daniel Fehring, Devisenexperte von forexsun.com. Herr Fehring, schönen guten Tag erstmal. Der Euro also ist gegenüber dem US-Dollar bereits heute Morgen über die Marke von 1,14 Dollar gesprungen. Was hat ihn denn so nach oben befördert? Ja, es ist wirklich erstaunlich, so wie Sie angedeutet haben. Letzten Endes kann keiner so richtig fundamental verstehen, warum der Euro so eine Stärke erfährt im Moment gegenüber dem Dollar. Weil wenn wir 1 und 1 zusammenzählen vom fundamentalen Umfeld her, Ausländerproblematik, dann schrumpfendes China-Wachstum und andere Faktoren, VW-Krise und so weiter. Und ich setze ja Europa immer ein bisschen gleich mit Deutschland. Von dem her ist es ein bisschen schwer nachzuvollziehen, wenn man also rein von der fundamentalen Seite herangeht. Es ist aber nun mal so, hier treffen zwei Dinge aufeinander. Das eine ist, dass wir also aus technischer Sicht eine Abwärtsbewegung hatten im langfristigen Sinne von 1,40 kommend und dass dann schon auch mal eine Gegenreaktion irgendwie auf der Oberseite erfahren werden kann. Das zweite ist, man hat ein wenig Befürchtungen oder der Markt zumindest, dass also die amerikanischen Wirtschaftsdaten sich nicht in dem Maße verbessern, wie man es unter Umständen schon vor 3-4 Monaten erwartet hat. Und das macht sich jetzt unter Umständen bemerkbar. Und man darf auch nicht vergessen, der Amerikaner hat keinerlei Interesse, ist so je näher das sogenannte TTIP-Abkommen rückt, dass also quasi ein fester US-Dollar im Markt sich befindet. Und deswegen sind wir halt einfach jetzt erstmal in einer Gegenreaktion auf der Oberseite. Aber so ganz rational nachvollziehbar ist das nicht. Das muss ich auch von meiner Seite aus eingestehen. Ist es nicht so einfach zu erklären, dass man sagt, Mensch, die Fed wird die Zinsanhebung weiter verschieben, der Dollar ist nicht so interessant, der Dollar fällt ja auch global gesehen gegenüber vielen Währungen, dass man einfach sagt, Mensch, die Konjunkturdaten sind nicht allzu toll in den USA und warum soll ich dann in den Dollar investieren, wenn es auch noch keine Zinsen längerfristig gegeben wird und ein paar Impulse von den Konjunkturdaten kommen ja auch nicht so richtig. Das ist richtig. Die letzten Daten, die alle rausgekommen sind, gerade vom Arbeitsmarkt, sind nicht wirklich die prickelsten, wenn man das so ausdrücken darf. Letzten Endes hat man sich mehr erhofft, dass also quasi wirklich mehr Schwung in die Wirtschaft hineinkommt. Aber hier sieht man ganz deutlich, und das ist jetzt eine sehr, sehr starke Kritik, auch wenn ich sehr freundlich ausdrücke, alles Geld dieser Welt hilft nichts, wenn man es in den Markt hineinpumpt. Man muss es richtig verteilen und das hat also die Politik immer noch nicht verstanden. Aber gut, das ist halt jetzt nun mal so der Fakt, aber letzten Endes ist es so, man hat sehr viel Geld in den Markt hineingepumpt. Es passiert nach 3-4 Jahren immer noch nichts und jetzt ist natürlich der Markt auch ein wenig enttäuscht über den US-Dollar, weil der war eigentlich so eine keimende Pflanze, die jetzt langsam sich entwickeln konnte und es ist nichts draus geworden, was also die letzten Daten rausgebracht haben und jetzt stehen also quasi heute Wirtschaftsdaten an, morgen Wirtschaftsdaten und übermorgen auch noch. Die sind dann wesentlich oder sehr, sehr entscheidend aus meiner Sicht heraus, weil letzten Endes muss man sich auch vorstellen, man geht immer nur vom Arbeitsmarkt aus, aber da kommt dann Wirtschaftswachstum und solche Dinge kommen dann auch noch hinein. Die werden relativ gut ausfallen noch, weil die Zahlen sind sehr, sehr verzögert, also die Auswirkungen sind sehr verzögert, die sich in den Zahlen dann widerspiegeln. Und daher glaube ich, dass die Arbeitsmarktdaten natürlich die schnellsten Daten sind, die man haben kann. Aber die kommenden Daten werden gar nicht so schlecht ausfallen, bin ich der Meinung. Und von dem her glaube ich auch, dass der US-Dollar wieder einen Rebound auf der Unterseite, verzeihen Sie den Ausdruck Rebound, Rebound ist für mich immer die Gegenbewegung, dass also die Gegenbewegung auf der Unterseite Euro, US-Dollar zum Beispiel stattfinden wird.
Das heißt, das wäre dann quasi die Auswirkung auf die Geldpolitik auch, dass die Zinsen, ja, die Frage ist eben, werden die Zinsen noch ansteigen dieses Jahr oder erst nächstes Jahr oder wird es noch länger dauern? Was glauben Sie, wie sehen die Auswirkungen aus dieser Konjunkturdaten, die auf uns zukommen? Ja gut, ich habe ja meine Meinung bei Ihnen oft genug kundgetan, dass also quasi dieses Jahr keine Zinserhöhung in den USA stattfinden wird. Und die Rechtfertigung, die haben wir ja auch in den letzten ein, zwei Wochen bekommen, dass die Wirtschaft noch nicht bereit dazu ist, sofern die Zahlen stimmen. Und von dem her, ich gehe von Mitte ersten Quartals nächsten Jahres gehe ich aus. Auf jeden Fall die Geldpolitik, die wird sehr, sehr stark weltweit von der Federal Reserve gesteuert. Und nach dieser Geldpolitik müssen sich natürlich auch verschiedene andere Notenbanken richten, auch unter anderem die EZB. Und deswegen gehe ich eigentlich von einem relativ ruhigen Zinsgeschehen zum Jahresende aus und dann wird wahrscheinlich richtig Fantasie in den Markt hineinkommen, dass unter Umständen so Mitte ersten Quartals 2016, dass dann also quasi die Zinsen angehoben werden. Das heißt aber auch so von Seiten der EZB ist jetzt auch noch weniger zu warten als von der Fed, weil die eh hinterherhinkt oder kommen da noch Impulse? Nein, ich glaube nicht, dass von der EZB Impulse kommen. Das Pulver ist verschossen. Mehr wie 60 Milliarden kann Mario Draghi nicht in den Markt hineinpumpen. Wobei in den Markt hineinpumpen ist ja auch so eine Sache, weil letzten Endes ist ja nur den Banken gewährt, dass sie also quasi hier irgendwelche Kredite aufnehmen können. Das heißt ja noch lange nicht, dass die beim Privatmann ankommen. Dafür sorgt dann schon Basel 1, 2, 3, 4. Und von dem her ist es gar nicht gewährleistet. Das ist die falsche Politik, aber das wäre jetzt zu politisch, wenn wir das jetzt ausbauen würden. Von dem her beschränke ich mich aufs Wesentliche. Letzten Endes wird die monetäre Politik wird von der Fed vorgegeben. Die EZB wird sich danach richten. Wir haben von der EZB in letzter Zeit eh relativ wenig gehört, weil es gibt auch nichts zu sagen. Alle Mittel sind ausgeschöpft. Jetzt müssen wir abwarten und das wird sicherlich auch bis Ende des Jahres noch dauern. Mhm. Wenn wir jetzt noch ein bisschen auf die Charttechnik schauen wollen, jetzt haben wir so viel über fundamentale Daten gesprochen. Welche Marken sind da zurzeit wichtig? Gut, wir haben die 1,14 geknackt, wenn man das so salopp ausdrücken darf. Allerdings ist die 1,14 ist eine sehr psychologische Marke und was ich so auf der Obergrenze sehe aktuell, das ist 1,14,51, aber das ist das höchste der Gefühle, was ich so sehen kann. Ich glaube nicht, dass die 1,14,50 auch durchbrochen wird, weil dann wäre der Weg wirklich frei bis 1,17 hoch und das kann ich also im Moment nicht erkennen. Ich glaube eher, dass es ein überschießendes Konstrukt war im Moment aus der Charttechnik heraus, dass wir sicherlich aus dieser Seitwärtsbewegung von 1,1290 bis 1,11 sind wir ausgebrochen. Und dann gibt es natürlich nochmal zusätzliche Dynamik. Aber letzten Endes erwarte ich eigentlich im Bälde wieder Kursziele unter 1,13 oder sogar sehr nahe an der 1,13 heran, also um den Dreh herum. Wir rechnen ja da immer auf die vierte Kommastelle, das muss man ja auch dazu sagen. Deswegen ist es nicht ganz so genau vorherzusagen. Aber letzten Endes ist der Kurs relativ ausgereizt auf der Oberseite. Vielleicht gibt es nochmal eine überschießende Reaktion, aber 1,1450 ist bei mir Obergrenze und 1,1290 ist bei mir das nächste Kursziel. Mhm. So, also schon Ihre Einschätzungen zum Währungspaar Euro-Dollar. Ganz allgemein gefragt, wie sollte man jetzt als Anleger sein Portfolio im Devisenbereich Ihrer Meinung nach strukturieren? Ja gut, wir sind da sehr, sehr einfach strukturiert, weil wir prinzipiell sehr kurzfristig orientiert sind und wir haben nur immer eine Position laufen. Und das kann ich auch nur jedem ans Herz legen, weil im Moment sind die Korrelationen so groß, es macht keinen Sinn, dass man Euro-Dollar-Long geht und Euro-Yen-Short geht. Das würde sich dann beißen, weil letzten Endes hedgt man sich dann auf gut Deutsch, weil wenn der Euro dann fester wird, der Euro-Block, dann laufen dann beide Positionen gegen sich. Ich würde dem Anleger, würde ich raten, relativ kurzfristig sein Portfolio auszurichten.
statten und auch auf ganz wenige Währungen zu beschränken. Unter Umständen würde ich mal auch über den Ozean schauen, wenn jemand längerfristig orientiert ist. Ich bin ja immer noch ein Freund vom Australdollar und ich bin nach wie vor der festen Meinung, selbst wenn die Nachfrage in China etwas noch mehr nachlassen sollte und da leidet natürlich Australien ein bisschen drunter, bin ich immer noch der Meinung, dass also auf dem mittelfristig bis längerfristigen Bereich, also der Australdollar, eine sehr, sehr konservative Geldanlage ist, wenn man das so betrachten möchte. Daniel Fehring, Devisenexperte von forexsun.com. Vielen Dank für die Einschätzung und schönen Tag Ihnen. Ich bedanke mich auch. Ja, so war also unser Blick auf das Währungspaar Euro-Dollar und den Devisenmarkt ganz allgemein. Ihnen vielen Dank fürs Zusehen. Bis bald.